Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Unboxing-Video. Und zwar habe ich mal wieder was aus Asien bekommen. Genauer gesagt von HDZeta. Und zwar geht es heute um das Double Lenticular von Batman Begins. Ja, und HDZeta hat vor langer Zeit schon angekündigt, dass die Batman-Trilogie von Christopher Nolan als Full-Slip-Edition herausbringen. Allerdings nur als One-Click-Edition und auch nur als 4K. Blu-ray ist natürlich auch drin, aber hier haben die jetzt, glaube ich, zum ersten Mal eine 4K-Edition herausgebracht. Und ja, mittlerweile sind alle Editionen schon erhältlich, beziehungsweise schon draußen und verschickt worden. Alle haben sie ihre One-Click-Edition, nur leider, beziehungsweise, was heißt leider? Ich wollte jetzt keine One-Click-Edition, denn das ist mir zu viel. Mir reicht das Double Lenticular, da ich ja von den anderen DC-Filmen auch nur das Double Lenticular habe, habe ich mich hierfür auch wieder nur für das Double Lenticular entschieden. Allerdings konnte man das nicht einzeln kaufen, sondern nur als One-Click, ne? Und da ich ja bei den Media-Psychos bestellt habe und mich da in die Sammelbestellungsliste eingetragen habe und die das angeboten haben, dass die auch Einzeledition, ja, dass man da Einzeledition beziehen kann, hat mich das natürlich gefreut. Ich hatte am Anfang schon Bedenken, oh, kriege ich denn noch eine Edition? Ich will nicht das komplette Ding. Aber nein, die Media-Psychos haben ja, Einzeledition angeboten und da habe ich natürlich zugeschlagen und mir das Double Lenticular besorgt. Hat ein bisschen länger gedauert, weil das über ja, einen Zwischenpunkt nochmal verschickt wird und dann mussten die ganzen Sachen nochmal koordinieren und gucken, wer bekommt was, welche Einzeledition. Aber das ist nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich sie früher oder später kriege und habe sie jetzt bekommen. Die anderen kommen auch noch und da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, diese Edition ist limitiert auf 1000 Stück. Ich habe hier die Nummer 103. Und wie gesagt, handelt es sich hier wieder aus um eine Golden Label Serie. Das heißt, wir haben hier ein exklusives Steelbook drin, worauf ich mich schon wahnsinnig freue und bin gespannt, wie das Ganze live aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze hier jetzt zusammen aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, und hier haben wir das Double Lenticular von Batman Begins aus nächster Nähe. Macht auf jeden Fall schon mal einen schönen Eindruck. Ich werde zunächst die Folie entfernen, damit wir uns das genauer anschauen. So, die Folie ist ab. Ich habe hier noch den Sticker, den ich euch noch gerne zeigen wollte. Hier das Batman-Logo mit HDZeta exklusiv Golden Label. Und ja, jetzt widmen wir uns mal dem Full Slip und wir haben hier ein wirklich gestochen scharfes und richtig gut verarbeitetes Lenticular Full Slip. Gut, der Lenti-Effekt kommt hier jetzt nicht ganz zur Geltung, aber wir haben trotzdem eine schöne Tiefenwirkung. Die Farben, die Sonne im Hintergrund und das Drumherum sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Wir haben hier oben Batman Begins mit seinem Logo noch drauf, was sehr cool ausschaut. Und das hat eine leichte Bewegung drin, sieht richtig cool aus. Und hier die Fledermäuse, Hammer auch im Hintergrund, sind die Fledermäuse auch noch zu sehen. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier den Spine, der auch geprägt ist. Auch hier die Logos sind geprägt, finde ich super. Von oben sieht das Ganze so aus. Auch hier haben wir eine schöne Prägung. Und von unten sieht das Ganze dann so aus. Hier haben wir die technischen Informationen. Hier mit dem berühmten ja, HDZeta Golden Label Logo. Limitiert auf 1000 Stück. Ich habe die Nummer 103. Eine wirklich sehr niedrige Limitierungszahl. Es kommt bei mir nicht so häufig vor. Und das finde ich schon mal sehr cool. Und drehen wir jetzt das Ganze um und wir haben hier das ja,
Lenti von der Rückseite und das Motiv sieht auch hier wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Gefällt mir richtig gut. Auch hier wieder von den Farben her, von der Tiefenwirkung her. Und ja, eine kleine, leichten Lenti-Effekt hat das Ganze auf jeden Fall. Und ja, ich find's super. Gefällt mir sehr gut. Und ja, jetzt holen wir das Ganze mal raus, was da so alles drin ist. Ich lege das hier einmal ab. Das Steelbook schaut so aus, aber das schauen wir uns gleich genauer an. Zunächst schauen wir uns mal hier diesen Umschlag. Auch hier wieder typisch HD Zeta. Die haben immer so einen dicken Umschlag, der wirklich sehr, sehr, sehr cool ist. Auch hier schön hochwertig verarbeitet. Und hier haben wir sogar noch ein Batman Begins Logo bzw. Schriftzug. Und ja, hier das Logo, das hat so einen Glitzereffekt. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dann öffnen wir das Ganze und wir haben hier die Karte, die Limitierungskarte. Das haben die hier so angebracht, ist typisch HD Zeta mit der Limitierungsnummer 1000 Stück. Ich habe die Nummer 103. Und dann haben wir hier noch ein paar schöne Sachen drin, die wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Dann haben wir hier einmal Karten und einmal so ein Buch. Wir schauen uns als erstes die Karten an. Na, so. Hier haben wir dann Batman drauf. Von hinten, naja, Postkarten sind das. Die sind aber ganz schön groß für Postkarten. Jo, einmal hier das Motiv. Wir haben, ach so, das sind alles Batman-Motive. Dann haben wir hier das Bild. Ist ein bisschen eng hier. Dann haben wir das Bild, das ist ein cooles Bild. Dann haben wir noch das Bild, das Bild und das Bild. So, das waren die Karten. Dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Auch hier sehr cool verarbeitet. Wir haben hier also so ein hochglänzendes Fotobuch. Muss man irgendwie aufpassen wegen Fingerabdrücke und Kratzer. Hier sind da noch schon ein paar drinne. Ich denke mal vom Einschieben oder so. Ja, schauen wir mal rein. Auch hier wieder sehr, sehr coole Verarbeitung. Schön dickes Papier. Der Druck ist schön scharf. Die Farben sind kräftig. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, hier nur Szenen aus dem Film. Sonst ist aber eigentlich auch nichts. Hier Batman noch. Hier mit Ra's al Ghul. Hier nochmal der Kampf mit ja, dem da. Und hier seine Eltern. Und hier nochmal das Training mit Liam Neeson. Sehr geil. Richtig cool. Auch das Motiv finde ich super. Und ja, das ist einmal das Fotobuch. Dann kommen wir jetzt zum exklusiven Steelbook. Dieses Steelbook gab es bisher noch nie und das ist sozusagen ich würde sagen, mein Lieblingsmotiv von den ganzen Batman-Motiven, Batman Begins-Motiven. Und ja, das finde ich richtig, richtig geiles Motiv. Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mich auch mega gefreut, als sie gesagt haben, dass sie das Motiv als ja, Exklusiv-Steelbook bringen wollen und ja, ich finde es sehr cool. Ich nenne das Ganze so. Oh mein Gott. Boah, ein richtig geiles Steelbook. Also Hammer. Die Oberfläche ist wirklich, das fasst sich schon so hochwertig an. So schön glatt und mega nice. Also es ist richtig, richtig cool. Hochglänzendes Steelbook haben wir hier, das ist typisch HD Zeta. Hier haben wir das Batman, den Batman-Schriftzug, Batman Begins-Schriftzug und da drüber steht der Film bei Christopher Nolan. Dann haben wir hier mein Lieblings-Batman-Motiv, hier mit den Fledermäusen und im Hintergrund die Stadt, dahinter die Sonne. Sehr geil, ich liebe dieses Motiv und ja, das gab es früher auf der DVD und da habe ich mir schon immer gewünscht, bringt doch das Motiv als Steelbook raus. Und jetzt habe ich das endlich nach wie vielen Jahren. Auf jeden Fall sehr geiles Bild.
Und dann haben wir hier den Spine, hier auch wieder mit Batman Begins. Und so sieht das Bild dann von hinten aus. Hier haben wir auch ein richtig cooles Motiv, alles schön scharf, die Farben kommen richtig gut zur Geltung und ja, eine schöne Hochglanzoptik, sehr cool, also richtig, richtig geil. Dann öffnen wir das Ganze und ja, hier haben wir dann den Film, ne, als Blu-ray. Und hier haben wir dann die Special Features. Und so sieht dann der Innendruck aus. Richtig geiles Bild auch. Auch hier Hammer. Also es gefällt mir richtig gut. Ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus und passt auch wunderbar zusammen. Na, also das harmoniert hier wunderbar. Und ja, ich bin begeistert und zufrieden, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja, und das war auch schon mein Unboxing-Video vom Double Lenticular von Batman Begins. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zu der Edition in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schreibt mir außerdem, ob ihr euch auch nur eine Einzeledition zugelegt habt oder ob ihr euch eine One-Click-Edition besorgt habt. Denn es kommt auch noch so eine Special-Box, wo alle drei One-Clicks in eine Box rein passen, die dann auch noch richtig cool aussieht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, ob ihr euch dafür entschieden habt. Und dann würde ich sagen, war es das von meinem Video für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.